um auf Ihre Frage einzugehen. Ich glaube, dass in Europa es noch nie so weit war, dass sagen, das, was nötig wäre zu tun, mit dem auseinanderklafft, zu dem, was eigentlich in Europa getan wird im Augenblick. Das kann man an der Jugendarbeitslosigkeit festmachen, das kann man natürlich einfach auch an dem festmachen, was ökonomisch in Europa passiert. Richtig ist natürlich, Fiskalpakt, dessen, was an Reformen im Süden angestoßen worden ist, wird so nicht funktionieren. Es reicht auch so nicht aus, ganz klar. Sondern was wir brauchen, ist endlich eine andere Perspektive in Europa. Und diese Perspektive sehe ich bei meiner Partei, die eben einen ganz gesamteuropäischen Blick darauf nimmt. Und zwar einen gesamteuropäischen Blick dahingehend, dass wir nationalstaatliche Egoismen überwinden müssen und dass wir endlich erkennen müssen, dass eine Eurozone, ja, der Blick in die Eurozone die nationale Grenze ist nach außen und diese Eurozone nur funktionieren wird, wenn sie eben solidarisch ausgestaltet wird. Das heißt, wir brauchen Eurobonds, wir brauchen eine Vergemeinschaftung von Schulden, wir brauchen einen Altschuldentilgungsfonds, um die Zinsspirale in den südlichen Ländern zu durchbrechen. Das ist das Erste. Was wir auch in Europa brauchen, und da komme ich ein Stück weit aus Referat, wobei mir das Referat deutlich zu wenig Demokratieimpulse Richtung Europa gebracht hat, Tobi. Aus meiner Sicht brauchen wir ein anderes Verständnis von der Europäischen Union. Wir brauchen eine Europäische Union und das will ich auch hier sagen. Früher war der Kampfbegriff ja der Konservativen keine Macht in Räten. Wir brauchen heute sozusagen als Linke und als Grüne und als Sozialdemokraten auch den Begriff, die es klar sagen müssen, keine Macht in Räten, nicht den europäischen Räten, sondern mehr Macht den europäischen, den Bürgerinnen in Europa, eine Stärkung des Europäischen Parlaments, eine Ausgestaltung der Europäischen Union, die deutlich mehr sozusagen eine soziale Europäische Union ist, eine Wirtschaftsunion ist und nicht nur sozusagen von nationalstaatlichen Egoismen getrieben wird. Und deswegen hoffe ich, dass der DGB und Sie auch alle die grünen Forderungen mitgehen, dass es nämlich zu einem europäischen Bürgerkonvent kommt, dass wir eine Umgestaltung der Europäischen Union haben. Und es gibt einen Witz bei uns Grünen, der ist der, wenn Ökonomen vom Mars runterkommen auf die Erde und das ökonomische Problem dieses Planeten sich anschauen, dann werden sie feststellen, dass Europa ökonomisch sehr, sehr gut dasteht. Aber wenn Politologen vom Mars runterkommen und sich diesen Planeten anschauen, wird man feststellen, dass Europa zu komplex ist, dass es von nationalstaatlichen Egoismen getrieben wird und dass Europa in dieser Form nicht steuerungsfähig ist. Und deswegen brauchen wir eine Stärkung des Europäischen Parlaments und wir brauchen endlich mehr Europa, anstatt sozusagen einen Krisengipfel, der den nächsten jagt, aber seit 5 Jahren keine Lösung für die größte Krise, die Europa hat, gebracht hat. Und ich sage Ihnen eins, aus der Geschichte Europas ist Europa immer stärker aus Krisen hervorgegangen. Aber im Augenblick stehen wir am Scheideweg. Und zwar am Scheideweg deswegen, weil 8 Millionen Jugendliche keinen Job haben und keine Ausbildung haben, Europa als Feind erleben. Und das wird nicht nur sozusagen eine soziale Spaltung Europas sein, sondern am Ende wird es die politische Spaltung Europas bedeuten, mit all den Folgen, die das sozusagen für die Europäische Union, für die Wirtschaften haben wird. Und ich glaube, dass es deutlich mehr ein politisches Problem ist. Und dieses politische Problem wird nur in Berlin gelöst. Denn das, was in Berlin entschieden wird, wird am Ende auch die Politik in Europa bestimmen. Und deswegen braucht es eine andere Bundesregierung. Gut, vielen Dank, Herr Kühn. Auch danke für die Zeitdisziplin. Die nächste Frage geht an Herrn Wiese. Herr Wiese, die Staaten im Süden werden regelrecht kaputtgespart, so sehen das jedenfalls mittlerweile auch viele Wirtschaftsexperten. Wo ist das Konzept der CDU jenseits des Sparmodells von Finanzminister Schäuble? Zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass wir ein paar Merkpunkte gesetzt haben, wie ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat aussehen kann, der sich auch finanzieren kann. Wir haben klare Vorgaben gesetzt im Bereich der Generationengerechtigkeit. Das heißt also, es kann nicht sein, dass irgendeine Generation solche Schuldenberge anhäuft, dass die nächstfolgende Generation nicht mehr atmen kann. Die jetzt lebende Generation, die Jüngeren, die können nicht die Schulden abtragen, die wir angehäuft haben und dann auch noch unsere Müll- und Atommüllberge abräumen und entsorgen. Das wird nicht schaffbar sein und deshalb ist das in ganz Europa ein Thema, dass Haushaltskonsolidierung und Schuldenbremsen notwendig sind. Ich halte nichts davon zu sagen, wir machen Schuldenbremsen im Land Baden-Württemberg, genauso wie in Bayern und anderen Bundesländern. Wir machen eine Schuldenbremse übernächstes Jahr in der Republik, in Deutschland und wir wollen jetzt mal irgendwann versuchen, ohne neue Schulden auszukommen und dann zu beginnen, die alten Schulden abzutragen. Also hier klare Aussage, wir stehen zu einem soliden Haushalt.